meine Freunde, und ich wäre sehr zufrieden, wenn sie wenigstens was von einer verdammten Mal. Wir sind beim großen Preis! Verdammt! Zusammen mit. Naja. Dem CJ. Von McLaren. Und dem. Ja. Und dem. Und diesem kommunistischen. Diesem kommunistischen. Sowjet-Fabian! Von vor das Ende, ja! Was für ein undeutliches Ding! So, tut mir leid, der kleine Ausflug. Ich weiß gar nicht, worüber wir überhaupt geredet haben. Habe ich was gehört? Nee, das war eine Maus. Ja, wir starten mit dem Pre-Race-Interview. Und natürlich habe ich einige Fragen. Ihr werdet auch einige Fragen haben. Ich fange mal mit einer Frage mal an euch beide an. Ja! Oh, ja, okay. Deutschland! Heim Grand Prix oder ein Rennen wie jedes andere? Ein Rennen wie jedes andere. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ich habe jetzt keine tiefe Bindung zu diesem emotionalen Grand Prix. Okay. Aber dann frage ich dich doch gleich mal, du emotionales Stück Scheiße. Es sieht fast so aus, als ob du nicht mehr groß was reißen wirst. Die letzten Jahre waren ja nicht so besonders. Werden wir da vielleicht eine Änderung zu sehen bekommen heute in Deutschland? Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht auswendig. Okay. Also. Naja. Deutschland! In dem Hungaroring, in dem Aspekt, dass nicht viel Platz ist und der hat dir gefehlt. Was können wir heute erwarten in Deutschland! Hallo? Ja. Dann musst du schon den Deutschland-Grand-Prix fragen. Okay. Fabian. Ja. Rennsperre für deinen Teamkollegen in Deutschland! Und das ist immerhin sein Heimrennen. Wie dramatisch ist das für Force India? Eigentlich gar nicht. Okay. Wir sind es ungewohnt, dich nicht auf dem Podium zu sehen und das hat die letzten Male ja auch nicht so hingehauen. Erwartest dir heute ein Podium und was tust du dafür heute in Deutschland? Also ich würde besser fahren. Vielleicht diesmal nicht den Frontflügel abballern und zweimal unnötig in die Boxengasse fahren. Box heißt das Ding. Schön für dich. Ja. Okay. Red Bull sitzt dem Team ziemlich im Nacken und es ist ein Kampf um wenige Punkte. Wie sehen die Strategien aus, Red Bull das Wasser zu erreichen, besonders hier heute in Deutschland? Ja. Ich versuche einfach gut zu fahren. Ja. Deutschland. Gut. Oh Mann. Dann bin ich fertig mit meinen Fragen in Deutschland. Jetzt mache ich weiter. Du in Anus. Deutschland. Ja, gut, okay, wir haben es langsam mal verstanden. Deutschland. Also. Ja. Die Frage stelle ich an den Schmoktu Octu Loktu Doktu Voktupus. Okay. Schöner Titel. Was erwartest du dir heute? Top 10. Ja? Ja, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Und hast du dir schon höhere Ziele gemacht mit den letzten paar guten Plätzen, die du gemacht hast? Also, was du dir jetzt, ob du dir jetzt mehr erwartest am Ende der Saison oder nicht? Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ich meine, ich fahre jedes Rennen, als wäre es das erste und gleichzeitig das letzte Rennen. Und ich kümmere mich eigentlich nicht so sehr darum, wie am Ende das Ergebnis zustande kam und warum das Ergebnis da ist. Denn wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann versteift man sich darauf. Und das habe ich ja diese Saison leider
schon einmal gemacht und festgestellt, dass ich daran kläglich gescheitert bin. Deswegen versuche ich da einfach den Kopf auszuschalten und mir gar nichts mehr zu erwarten. Okay. Dann let's Nigel by Guy. KJ. Ja. Was erwartest du dir heute fürs Rennen? Fürs Rennen erwarte ich mir heute, dass ich meinen Kopf ausschalte und vernünftig fahre. Ja, dann solltest du es vielleicht mal einschalten. Das wäre mal was Neues, auf jeden Fall. Nein, genau, das eben nicht. Aber gut, okay. Man kann ja auch wenig einschalten, wo es nichts ist, ne? Sehr witzig. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Letztens war ja wieder ein bisschen Action auf der Strecke, ne? Du hattest ja auch eine Zeitstrafe bekommen, wie stehst denn du dazu? Hab ich nicht, aber gut, okay. Naja, am Anfang wollten sie dir eine Zeitstrafe geben. Also, aber okay. Dass man dafür eine Strafe geben wollte, war wohl ein Witz. Das hast du, weiß ich nicht, ob du das schon gesehen hast, Nein. Aber ich habe definitiv keine Strafe dafür bekommen. Als Rennleiter möchte ich mich hier einschalten und erklären, warum die Zeitstrafe fallen gelassen wurde, denn CJ hat ohnehin keine Plätze durch diese Zeitstrafe verloren und zweitens wird die Strecke nach außen verlassen und keinen Vorteil dadurch gehabt. Denn das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er nicht sauber gefahren ist. Aber wer mir sagen will, dass es dafür eine Strafe geben sollte, dafür, dass man nicht sauber gefahren ist, obwohl man sogar noch Zeit verloren hat, der ist meines Erachtens nach auf dem falschen Pfad. Deswegen gab es für CJ in dem Fall, ist die Strafe fallen lassen geworden. Es blieb lediglich bei der einen Verwarnung, wo er die Strecke tatsächlich abgekürzt hat. So, jetzt könnt ihr weitermachen, sorry. Danke sehr. Besser hätte ich es nicht erklären können. Hätte mir gut vorstellen. Nee, auf jeden Fall. Letztens Platz 16, soweit ich mich zurückerinnere. Oder ja. 15. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Erwartest du dir heute was Besseres? Also ich sehe mal, was im Qualifying rauskommt und dann erwarte ich mir mal wenigstens vom Qualifying-Platz keinen Platz zu verlieren im Rennen, aber mehr will und kann ich mir jetzt auch erstmal gar nicht erwarten. Gut. Dann bin ich fertig. Okay. Dann fange ich doch gleich mal mit dem FOP an. Ja. Du hast dir ja im letzten Rennen mit mir, dem CJ, einen kleinen Kampf geliefert. Naja. Ja, hattest du Probleme in dem Regenrennen auf jeden Fall? Mal die Frage. Also, an sich schon, aber gegen CJ nicht. Naja. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Was geht? Das lassen wir gehen, bevor du dich jetzt wieder hier. Was kannst du, oder was hast du denn aus diesem Regenrennen gelernt und was kannst du für die nächsten Regenrennen, wenn es wieder welche geben sollte, eventuell besser machen? Einfach fahren? Ja. So. Willst du denn deinen Fahrstil im Regen ändern? Nö. Na gut. Dann habe ich fertig. Und gehe zum Mo über. Jo. Dann geht er weg. Erstmal Glückwunsch zum Sieg in Ungarn. Danke. Sie wurden ja in einem Artikel über dieses Rennen schon als der Regenkönig bezeichnet. Okay. Was sagen Sie zu der Bezeichnung? Oder können Sie sich erklären, wie die zustande kommen? Du kannst mich auch gerne duzen. Achso, ja. Oh Mann! Also, dass ich im Regen nicht schlecht bin, das ist mir durchaus bewusst und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht schlecht darin bin, an extreme Situationen schnell anzupassen. Also das hat man über die gesamte Saison schon gesehen, selbst unter Druck, dass ich es dann geschafft habe, mich an die Situation anzupassen. Jetzt mal ausgenommen Kanada, aber im Gesamten denke ich, ist das eine gewisse Gabe, ein gewisser Segen, den ich natürlich für mich nutzen kann und gerade mit einem Auto wie Renault,
Renault ist gut im Regen. Also das Auto hat sich echt super angefühlt. Es war fast besser als auf der trockenen Strecke, die wir am sonstigen Wochenende hatten. Und ja, vielleicht brauche ich einfach wirklich ein Auto, was mehr durch die Kurven schlittert, als tatsächlich durchfährt. Zumindest hat es mir sehr viel Spaß gemacht, im Regen zu fahren. Und ich freue mich schon, wenn es hoffentlich bald wieder ein Regenrennen gibt. Ja, dann werden sie wahrscheinlich jetzt einfach für den Rest der Saison nur noch Regenrennen hoffen, oder? Du, Entschuldigung, Mann. Ja, also hoffen jetzt nicht. Ich meine, es wäre ein bisschen langweilig, wenn jetzt jedes Rennen natürlich voll mit Regen wäre, aber ich würde mir schon mal wünschen, weil wir sind jetzt im 11., nein, im 12. Grand Prix und naja, es war bis jetzt nur ein Regenrennen und das ist fast ein bisschen schade. Ja, Schneien dürft es übrigens auch mal gerne, also. Was? Schneien dürft es auch mal gerne, da hätte ich auch kein Problem damit. Ach so, ja, das wäre auch mal cool. ja. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Okay. Gibt es dann sonst noch irgendwelche Fragen? Nö. Gut. Von dir, Fub? Nein! Gut. Dann sind wir mit dem Pre-Race-Interview fertig. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare, denn wir werden irgendwann, wenn sich Fragen aufgehäuft haben, natürlich diese in einem Extra-Video dann nochmal im Nachhinein beantworten. Und bis dahin, wir sehen uns dann gleich im Rennen in Deutschland! Oh Mann.